Einen wunderschönen, ihr Lieben. Der HSV, unser HSV, gegen wen Wiesbaden? 3:0 am Ende. Klares Ergebnis, absolut verdientes Ergebnis. Aber ich glaube auch, ein Gegner, der es uns heute eine lange Spielzeit extrem schwer gemacht hat. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass dieser Sieg für uns vielleicht, hoffentlich auch vom Kopf her und mental für die Jungs dann am Ende, die den Aufstieg und somit auch irgendwo den Weg für uns weitergehen sollen, heute souverän gemeistert haben. Da bin ich mir 87% sicher, dass sie es heute auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht auch den Einfluss vom Trainer, die Tugenden, die Basics am Ende auf den Rasen zu bringen, nämlich Kampf, Leidenschaft und das Spiel anzunehmen, den Gegner zu bespielen, den Gegner stets und ständig in Stress zu versetzen, haben wir, glaube ich, gut hinbekommen heute. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin der glücklichste Mensch heute gerade aktuell am Sonntag, Wahnsinnsnummer vom Spiel. Ich hatte wie immer eigentlich ein gutes Gefühl, aber sie haben es bestätigt und die Jungs haben Gas gegeben. Ab der ersten Minute ging gleich los mit dem Lattentreffer von Bakker, der für mich heute, muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was Steffen Baumgart mit ihm gemacht hat, aber er hat mir richtig gut gefallen. Nämlich auf eine gewisse Art und Weise, er hat heute 1 gegen 1 gesucht. Das habe ich irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, lange nicht gesehen. Und somit tat er mir gut. Er war überall dann am Ende auch wieder unterwegs. Und folgedessen ist es dann auch, ja, dass ein Fehlpass von ihm eigentlich zu einer hundertprozentigen von wem Wiesbaden führte. Gott sei Dank am Ende auch mit dem Außenriss das Ding machen wollen, anstatt die Innenseite zu nehmen. Ah, Gott sei Dank, liebe Grüße hier nach Wiesbaden an dieser Stelle. Ja, habt ihr gut mitgemacht und insgesamt war für mich die Einstellung stimmte heute und dann einfach auch mal das Risiko, die Eier in der Hose zu haben, zu sagen, ich ziehe mal ab aus 22, 23 Meter und so wurde Muheims Ding abgefälscht, ja, und dann am Ende auch belohnt. Unhaltbar für den Torwart, der heute eine extrem starke Leistung geboten hat, in Wiesbaden. Also da muss ich wirklich sagen, beim Torwart, glaube ich, können sie sich am Ende dann auch bedanken, dass es denn dann vielleicht auch nur 3 waren. Aber ich muss auch ein Riesenlob an unseren Keeper aussprechen, Matteo. Eine absolut ruhige, souveräne Partie abgeliefert, entspannt, alles hinten raus gelenkt, gesteuert, gemacht, getan. Also muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen, der Matteo heute, aber auch ein Hacı Kadunić. Also ich muss auch sagen, jetzt wo Tim Walter weg ist, fängt er an Fußball zu spielen und ist komplett im Thema. Ja, also da muss ich wirklich sagen, agiert da gerade vor allem mit Basche Schonlau auch extrem souverän, auch in der Innenverteidigung. Macht er richtig gut, beide gut am Ende. Aber dann der Schachzug. Der Schachzug heute mit 2 Sechsern, mit Reis zu agieren, dann aber auch einen verkappten Außenverteidiger, dann mit Reis auch abzubilden, wenn es der Not tut oder tat, dann auch so umstellen zu können, war für mich dann, glaube ich, der Schachzug überhaupt heute. Eigentlich nicht mit dem festen rechten Außenverteidiger anstelle von Van der Bremt dann zu spielen mit Reis, sondern dann, wenn es Not tut und tat, dann musste Reis auf die Außenbahn. Und das hat er für mich heute richtig gut gelöst. Also da muss ich auch sagen, der Junge ist auf dem Weg zurück. Ich hoffe natürlich, dass die Jungs gerade mit so einem 3-0 nach so einem Spiel und wo wir wieder einmal unter Druck waren, denn unsere Gegner, unsere aktuellen Mitbewerber, möchte ich es dann mal nennen, mit Kiel, Pipi und natürlich auch Düsseldorf, alle 3 gewonnen, wir mussten nachziehen. Und das war wieder einmal, wir kennen die Situation aus dem FF, wenn es drauf ankam, haben wir versagt. Heute haben wir funktioniert. Und so schnell wendet sich auch wieder ein Blatt. Wir haben es wieder selber in der Hand. Tabellenplatz 3 eingenommen. Und dann natürlich auch mit so einem Freistoß Benesch. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, der ist so komplett vom Fuß abgerutscht. So komplett. Aber am Ende, wenn sie alle hochspringen und der Ball irgendwie unter der Mauer dann nach einem Freistoß runtertrudelt und dann unhaltbar für den Torwart dann am Ende platziert ins Eck reingeht, dann passt einfach auch mal Sonne Welt an so einem Wochenende. Es passte alles zusammen und dann belohnt sich auch ein Königsdörfer. Dann mit dem 3-0 wieder aufgelegt von Berne, schön in die Nahtstelle reingelegt da hinten. Glatzel, ja, ich habe heute 100.000 Versprecher. Glatzel, wäre nicht rangekommen. Aber Königsdörfer war da. Macht ihn rein, 3-0, Ende im Gelände, aber auch absolut souverän. Also wir haben noch, weiß ich nicht, noch einen Latten, noch einen Pfostentreffer. Insgesamt geht das Ergebnis
1887%. 1887% geht das Ding in Ordnung. Absolut souverän. Und die PK bestätigt das auch. Gästetrainer hat es auch bestätigt am Ende, wenn du so in Hamburg auftrittst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du unter die Räder kommst und dann am Ende auch zu wenig holst. Aber sei es drum, es ist nur ein Spiel, wieder einmal, es folgen 8 weitere aktuelle Endspiele und das haben wir gemeistert, das Ding haben wir mitgenommen, das Ding haben wir eingetütet. Und von daher sage ich einfach nur Danke an die Jungs, die die Scheiß auf Schule und die Arbeit dann auch irgendwann mal endlich mal annehmen. Das war heute für mich Leidenschaft pur, der Kampf pur auf dem Platz, den Rasen, die Nord, alle mitzunehmen im Stadion, Nord, Ost, Süd, West, Feuerfreikapelle. Starke Leistung, Jungs. Daran kann man ansetzen, daran kann man auch drauf arbeiten und auch wieder drauf ansetzen fürs nächste Spiel nach der Länderspielpause. Länderspielpause, ja. Sei es drum. Wir treffen uns Mittwoch, natürlich, live 19 Uhr, hier auf diesem Kanal. Ich danke euch von Herzen. Fanny ist richtig gut drauf. Glücklich, aber es waren auch nur 3 Punkte. Für mich auch Pflichtpunkte heute, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Hause. Aber es war ein schwerer Gegner. Liebe Grüße nach Wiesbaden. Ihr habt's ja dann am Ende auch vielleicht nicht so gewollt, wie wir es am Ende wollten. Und deshalb sind wir heute der HSV, unser HSV, der verdiente Sieger. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt den Abend. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Von wem ihr überzeugt wart. Ging der Schachzug genauso für euch auf, wie ihn Baumgart eingeleitet hat, mit einer Doppel-6, aber dann auch ihn als Außenverteidiger Ludo Reis dann noch einzusetzen, war für mich der Schachzug des Spiels und somit auch der Dosenöffner am Ende fürs 3-0. Ich denke, er hat alles richtig gemacht. Trainer ist eh, ja, 72er, mein Digi. Läuft der Hase. Danke euch. Genießt es, legt die Beine hoch und scheißegal, was ihr macht, aber schaltet Mittwoch 19 Uhr auf diesem Kanal wieder ein und ich würde mich freuen. Von daher nur der HSV.